Faktor, den wir stets ins Kalkül ziehen sollten, ist die Tatsache, dass wir nie wissen, ob sich nicht morgen alles ändert. Meine Welt hat sich verändert. Erst 8 Tage ist es her, dass ich meinen letzten Erlebnisbericht fürs DDI abgespeichert habe. Wir mussten jeden Monat so einen Erlebnisbericht abfassen. Heute fasse ich keine Erlebnisberichte mehr ab. Aber ich habe diese letzte Aufzeichnung mit in Levskos Welt gebracht. Der Akku ist fast leer. Ich spiele sie ein letztes Mal ab, um mich daran zu erinnern, wie es damals war. Ohne die Aufzeichnung wird die Erinnerung bald verblassen. Das Levsko-Manuskript von Matthias Wittekind. Musik: Tim Frühwirth, Lem Schlemann und Frank Wingold. Die Stimme auf dem Band ist meine Stimme. Aber was sie sagt, ist mir fremd. Hallo, ich heiße Libby Lordman und hier kommt mein Erlebnisbericht. Mein Tag für euch. Bleibt dran, bleibt bei mir! Ja, das ist real direkt. Ich heiße Levi Lautmann und arbeite beim Département d'Information, kurz DDI. Und ihr werdet heute bei mir sein. Mein Tag für euch. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ein Erlebnistag. Das verspreche ich euch. Bei mir passiert ständig was. Es fängt gleich morgens an. Kaum, dass sich der Verstand aktiviert hat, gehen auch schon die Leuchtwände an. Da, da, da und da. Und ihr seht, ich habe 4 Leuchtwände. Das alles ist unglaublich intensiv und aktiviert mich sehr direkt und real. Die Farbeinspielungen teilen mir dann sofort alles mit, was während meiner Koma-Periode passiert ist. Mich interessiert natürlich vor allem, welche Songs und Moves ich während meiner Koma-Entspannung durchgesetzt habe, welches Face mir heute die Wahrheit sagt, welches Gremienbündnis die aktuelle Manie verwaltet und welche Preise oder Schlafreisen ich gewonnen habe. Geht euch das auch so? Würde mich interessieren. Ich hatte heute Morgen besonderes Glück. Ich habe im Zuteilwettbewerb ein neues Gesicht gewonnen. Ach, was rede ich? Ich habe ein Face gewonnen. Habt ihr auch schon mal ein Face gewonnen? Bleibt bei mir. Mein Tag für euch. Ganz nah. Ja, da bin ich wieder real direkt. Ich heiße Libby Lordman und habe heute Morgen ein Face gewonnen. Schade, dachte ich gerade. Schade, dass ich euch nicht sehen kann, während ich erlebe. Naja, in ein paar Perioden geht es bestimmt auch. Egal, trotzdem. Wow, dachte ich gerade. Wow, hab ich gedacht, ein neues Face. Dachte ich, das ist natürlich ein ziemlich besonderer Preis, dachte ich. Würdet ihr wahrscheinlich auch denken, oder? Was denkt ihr eigentlich so? Würde mich interessieren. Ein neues Face. Das ist ein Haupttreffer. Und ich werde bestimmt nicht länger als nötig auf mein neues Face warten. Ich rufe jetzt beim DDI an und sage denen, dass sie heute mal ohne mich klarkommen müssen, weil ich jetzt gleich einen Termin bei New Face habe. Und ihr, habt ihr gerade Zeit? Habt ihr Lust, mit mir zu New Face zu fahren? Okay, gleich geht's los. Muss mich nur noch schnell beim DDI abmelden. Gruß an Romer, teile dir mit, bin heute bei New Face. Preisgesicht neu. Danke dir, Romer, für deinen guten Glückwunsch. Ja, hab mich gefreut. Ende. Okay, auf zu New Face, den Rest erzähle ich euch unterwegs. Romer ist mein Gleichgestellter beim DDI. Romer ist völlig akzeptabel. Ist euer Gleichgestellter auch akzeptabel? Würde mich interessieren. Romer hat jedenfalls vor gar nicht langer Zeit auch ein neues Face bekommen. Jedes Mal, wenn ich sein Face auf dem Farbschirm sehe, werde ich ganz neidisch. Wow, sind wir schnell. Guckt euch das an. Ich liebe es, wenn die Skyline zerreißt. Ah ja, ehe wir gleich da sind und bei New Face reingehen, noch eine Sache. Ich erwähnte ja bereits, dass ich fürs DDI arbeite, aber ich habe noch nicht gesagt, was ich dort mache. Ich bin Aufklärer. Ich passe auf, dass man bei uns keine falschen Informationen einschleust. Aha, wir sind jetzt bei New Face und da kommt ja auch schon Faceman. Hallo. Faceman. Hallo, Levi. Geht's dir gut, Faceman? Ja, Levi, mir geht's gut. Wir gehen jetzt rein. Boah, alles ganz blau hier drin. Spezielles Licht tötet alle Keime bei New Face. Wow, habt ihr das gesehen? Auf einmal ist alles rot. Ist das nicht ein tolles Rot? Erst das Blau und dann dieses Rot. Ich werde Faceman jetzt mal von euch erzählen. Du willst mir das erzählen? Wenn es dich interessiert. Es würde mich sehr interessieren. Ich mache gerade einen Erlebnisbericht. Gerade jetzt. Gerade jetzt, wo wir miteinander reden. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, gerade jetzt. Realzeitbericht gerade jetzt. Mein Leben, deiner Leben. Was
was dagegen, Face? Und du willst während deiner New Face eine Realzeitübertragung senden? Ich glaube, die Empfänger interessiert das. Fleischnet, New Face, all die Sachen, das interessiert die Empfänger. Was dagegen? Überhaupt nicht, ich finde das interessant. Du hast heute gewonnen, im Zutatwettbewerb, habe ich gehört. Ja, ich habe ein New Face gewonnen und deshalb bin ich hier. Bei New Face? Ja, bei New Face. Ich gratuliere. Willst du Koma oder Hypnose? Lieber Koma für die Oma. Oh Leute, jetzt bin ich doch etwas aufgeregt. Ich bin hier bei New Face, weil ich heute Morgen im Zuteilwettbewerb ein neues Face gewonnen habe. Und wir gehen jetzt gerade diesen goldenen Gang entlang. Vor mir geht Faceman und neben mir geht diese junge Frau. Sie ist schön ordentlich eingepackt, ganz in Blau. Hallo, darf ich Sie mal was fragen? Du bist Levi, nicht wahr? Du hast ein Face gewonnen. Du machst ein Erlebnis in Realzeit, hat Faceman gesagt. Ja, was dagegen? Überhaupt nicht. Ich finde das interessant. Und wer bist du? Ich bin Koma. Ich arbeite hier bei New Face. Ich lasse dich fallen. Arbeitest du gerne hier? Ja, es geht alles so schnell. Ist die Arbeit bei New Face interessant? Extrem. Man sieht so viele neue Gesichter. Ho, 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 da ist es. Das geht ja wirklich ganz schön schnell. Wir sind jetzt im Face Room. Sag mal, Koma, muss ich mich ausziehen? Nein, bei New Face brauchst du dich nicht auszuziehen. Bei New Shape zieht man sich aus, aber nicht bei New Face. Hinlegen darfst du dich. Möchtest du Musik oder Information? Beides. Okay, Leute, es wird ernst. Gleich kommt Koma und dann... Also, mach's gut. Schön, dass ihr bei mir seid. Stabil. Stabil. Er fällt jetzt. Okay. Wir nehmen erstmal hier diese Partien weg und versuchen, den Rest zu stabilisieren. Alles, was riecht, kommt weg. Er fällt. Stabil. Zieht ihn aus und wascht ihn erstmal richtig. Fällt weiter. Funktioniert der Laserfokus wieder? Ich habe keine Lust auf einen neuen Flächenbrand. Vor allem nicht während einer Live-Real. Können die Empfänger uns etwa sehen? Nein, die sehen eine Synchro mit Musik. Okay, er ist jetzt gefallen. Stabil. Stabil. Er fällt jetzt. Okay. Wir nehmen erstmal hier diese Partien weg und versuchen, den Rest zu stabilisieren. Alles, was riecht, kommt weg. Er fällt stabil. Er fällt stabil. Zieht ihn aus und wascht ihn erstmal richtig. Fällt weiter. Funktioniert der Laserfokus wieder? Ich habe keine Lust auf einen neuen Flächenbrand. Vor allem nicht während einer Live-Real. Können die Empfänger uns etwa sehen? Nein. Bist du das? Levi? Ja. Ich bin's. Ich. Mein Erlebnis ist fertig. Alles abgeschlossen. Alles so wie immer. Gebt mir einen Spiegel, dann zeige ich euch... Fällt er? Er fällt. Aber warum? Ich muss nicht weiterfallen. Ich will nicht. Hallo? Ich will nicht weiterfallen. Ich hab doch alles. Da und da. Und da. Hallo Leute, ich hab alles dabei. Lacht doch mal. Gib mir einen Spiegel, dann könnt ihr mich sehen. Er fällt uns weg. Nein. Er fällt. Fällt weiter. Nein. 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 Als ich aufwachte, saß ich an meinem Schreibtisch. Sie hatten mich offensichtlich von New Face aus direkt zu meinem Arbeitsmodul gebracht. Irgendetwas war schiefgegangen, mein Gesicht schmerzte und ich hatte hämmernde Kopfschmerzen. Ich stellte eine Verbindung zu Omer her, meinem Gleichgestellten. Omer schickte mir sofort eine Einspielung rüber, die mein neues Gesicht zeigte. Ich beachtete sie nicht. Dann kündigte er an, dass er einen speziellen Auftrag für mich hätte. Es ging um ein nicht autorisiertes Manuskript, das aufgetaucht war. Der Verfasser des Dokuments war ein gewisser Alexander Levsko. Und so nannten sie das Dokument einfach das Levsko-Manuskript. Das Ganze war von Anfang an merkwürdig, denn das Manuskript kam in einem Umschlag. Normalerweise spielt man uns die nicht autorisierten Texte als Lichtpfad auf unsere Leuchtschirme. Aber diesmal wollten sie offensichtlich keine Datenspuren. Es kam also ein Umschlag aus Papier. Ich öffnete ihn und begann, das Manuskript zu studieren. Nachdem ich den Text gelesen hatte, war ich zunächst etwas ratlos. Warum diese Geheimniskrämerei? Warum Dringlichkeit? Warum überhaupt eine Überprüfung?
Meiner Meinung nach handelte es sich bei dem Manuskript um nichts anderes als eine Wegbeschreibung. Außerdem gab es einige Angaben, die sich auf Familienverhältnisse bezogen. Ich las das Manuskript noch einmal. Und ich glaube, das war der Moment, der Anfang. Der Anfang. Der Anfang. Von da an jedenfalls veränderte ich mich. Ich kann die Veränderung, die da in mir vorging, nicht genau beschreiben. Zunächst spürte ich eine Unruhe. Aber dann tat ich etwas, was ich noch nie gemacht hatte und das mit einer Unruhe nicht mehr zu erklären war. Ich nahm das Manuskript mit nach Hause. Dort las ich es ein drittes und viertes Mal. Die Unruhe verstärkte sich. Und ich sah mich gezwungen, etwas zur Beruhigung zu nehmen. Das Mittel betäubte mich zwar ein wenig, aber es blieb ein Rest. Ein Rest, der mich immerhin veranlasste, mich im Departement d'Information für ein paar Tage abzumelden. Ich begründete mein Ausbleiben damit, dass ich wegen des Manuskripts einige Recherchen würde anstellen müssen. Omer war zwar etwas irritiert, genehmigte mir jedoch die Zeit. Was das Manuskript in mir ausgelöst hatte, verschwieg ich ihm. Es war ein Gefühl, das er nicht verstanden hätte. Ich verstand es ja selbst nicht. In mir war etwas Widerstrebendes in Tätigkeit geraten. Und dieses Widerstrebende war nichts anderes als Zweifel. Als ich meine Verwirrung wegen des Manuskripts auch am nächsten Tag nicht legte, rief ich die einzige Person an, der ich mein Problem anvertrauen konnte. Eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Sie heißt Lisa und arbeitet wie ich im DDI. Allerdings in einer Sektion am anderen Ende der Stadt. Die Tatsache, dass ich Lisa noch nicht gesehen hatte, war nicht ungewöhnlich. Man sah die Menschen, mit denen man engeren Kontakt pflegte, ohnehin nie. Dieses erste Gespräch mit Lisa war alles andere als beruhigend. Lisa war mindestens genauso durcheinander wie ich. Auch ihr hatte man das Manuskript zukommen lassen. Wir redeten wirr, kamen zu keiner Lösung und beschlossen, dass zunächst jeder für sich versuchen sollte, herauszufinden, was es mit dem Manuskript auf sich hatte. Zwei Tage später war mein Verstand so durcheinander, als wäre ich ein Billardtisch, an dem 5 Spieler gleichzeitig spielen. Auch Lisa ging es so mit ihren Gedanken. Auch sie hatte erschöpfend über das Manuskript nachgedacht und war doch zu keiner Lösung gekommen. Bis zu jener Nacht. Seit Tagen schon war ich zu keinem vernünftigen Gedanken mehr fähig. Meist lag ich auf meinem Bett, grübelte und warf mich von Zeit zu Zeit auf die eine oder andere Seite. Was war los mit mir? Was an diesem auf den ersten Blick so einfachen und durchsichtigen Manuskript brachte mich durcheinander? Immer wieder studierte ich das Interpretationsprotokoll des DDI. Dort hatte man das Manuskript zunächst für eine Art Kurzgeschichte gehalten. Dann verfiel jemand auf den Gedanken, es könne sich um den Entwurf für einen Roman handeln. Man setzte die Zentralpräfektur in Kenntnis und übergab der zuständigen Behörde eine Kopie des 22-seitigen Manuskripts. Die Zentralpräfektur tat, was sie in solchen Fällen immer tat. Sie veröffentlichte eine interne Verlautbarung, die das Ganze als unwichtig einstufte, und setzte dann seine Lektorinnen an das Manuskript. Die Lektorinnen kamen schnell zu dem Schluss, dass es sich weder um eine Kurzgeschichte noch um einen Romanentwurf handelte, sondern um zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen schien es eine Art Grammatik der mitteleuropäischen Sprache zu sein. Zum anderen enthielt der Text Weg- und Ortsangaben sowie Erkenntnisse individueller Art, die man nicht einordnen konnte. Das Manuskript wurde von den Lektorinnen negativ bewertet und vernichtet. Lisa und ich hatten den Auftrag, diese negative Bewertung zu bestätigen und die Vernichtung des Dokuments zu legitimieren. Es war ein Routinevorgang. Doch für Lisa und mich war das Levsko-Manuskript alles andere als ein Routinevorgang. Plötzlich hörte ich auf, mich herumzuwälzen und erstarrte. Die Antwort stand so klar in meinem Kopf, dass ich glaubte, den Gedanken regelrecht greifen zu können. Einen flüchtigen Moment lang genoss ich dieses Gefühl absoluter Gewissheit. Dann drängte sich ein neuer Gedanke in mein Bewusstsein. Du musst sofort Lisa anrufen. Ich wälzte mich auf die Seite und griff nach dem Hörer des Telefons. Da wir wussten, dass die Gespräche abgehört wurden, konnten wir uns nur sehr indirekt
in Andeutungen verständigen. Doch bereits diesen Andeutungen konnte ich entnehmen, dass Lisas Manuskript von meinem abwich. Es enthielt eine etwas andere Wegbeschreibung und außerdem eine Art Auftrag, den zu benennen sich Lisa am Telefon nicht traute. Was an unseren Manuskripten übereinzustimmen schien, war das Ziel. Uns war klar, wir mussten uns unbedingt treffen. Und zwar genau an jenem Ort, den Alexander Levsko in seinem Manuskript bezeichnet hatte. Vielleicht würden wir, indem wir den Anweisungen des Manuskripts folgten, herausfinden, was uns so beunruhigte. Mir war etwas unwohl bei dem Gedanken an ein direktes Treffen. Schließlich war Lisa eine Frau. Der Anweisung des Manuskripts folgend ging ich zunächst in Richtung Zentralpark. Ich verließ also den Stadtteil der Repräsentation, wo ich, wie die meisten Regierungsangestellten, wohnte und erreichte nach einigen Stunden den Bezirk der Ähnlichkeiten. Von hier aus musste ich mir meinen Weg denken, denn von hier aus war auch Alexander Levsko aufgebrochen. Die einzige Straße, von der ich wusste, dass sie jeden Tag Richtung Zentralpark führte, war der Polzoi-Prospekt. Der Polzoi-Prospekt ist wunderschön. Überall glitzert und flimmert es. Prächtig geschmückte hausgroße Türen laden zum Betreten der Geschäfte ein. Aus dem Inneren der Verkaufswagen hört man laute Musik, Nachrichtensprecher, Losverkäufer und die lauthalsigen Gelöbnisse der Image-Agentinnen. All das verschmilzt zu einem angenehm prickelnden Gesprudel. Der Polzoi-Prospekt ist eine einzige große Informations- und Soundküche. Je nachdem, wie zügig man hin und her geht, hat man einen gewissen Einfluss darauf, wie schnell sich der Wechsel zwischen den verschiedenen Songs, Overbeats, Undergrounds und Meinungskollagen vollzieht. Jeder hat so die Möglichkeit, seinen eigenen Song zu kitschen. Natürlich wirft auch hier die Pracht ein paar kleine Negatives auf den silbernen Asphalt. Im Halbschatten der armseligsten Farbautomaten lungern stets ein paar Sequenzsüchtige herum und starren einen mit ihren toten Augen an. Ich spuckte mein Mitleid gegen ein Sensorfeld und ließ den Polzoi-Prospekt hinter mir. Danach ging ich quer durch den alten Zentralpark und versteckte mich die Nacht über in einer alten Moschee. Ich war noch nie hier gewesen, hatte aber von der Existenz der Moschee gehört. Sie stammte noch aus der Zeit der großen Verschmelzungen. Damals hatte man alle Völker, Religionen und politischen Modelle vereint. Diese Verschmelzung war, wenn man den geschichtlichen Aufzeichnungen glauben durfte, von erbitterten Kämpfen begleitet gewesen. Die immer wieder aufflackernden Kriege und Terroraktionen ließen sich am Ende nur mit den Mitteln der Humangenetik beilegen. Heute ist das alles kaum noch nachzuvollziehen. Jedenfalls war die Verschmelzung am Ende gelungen und bildete die Grundlage der Gesellschaft, in der ich lebte. Der Park wurde schon seit langem nicht mehr beheizt. Es war kalt. Der Frost der Jahre hatte alle Wasserleitungen platzen lassen und die kleine Moschee in eine Art Oase verwandelt. Alles war mit Pflanzen überwuchert. Ich richtete mich auf einem kleinen Hügel aus libanesischem Moos ein und träumte von einem Springbrunnen. Leider sprudelte mein Traumwasser nicht aus diesem Springbrunnen heraus, sondern all die gleißend azursilbernen, türkisblauen und bernsteingelben Rinnsale, Tropfen, Spritzer und selbst die große mittlere Fontäne wurde von dem Brunnenschlund gierig aufgesogen. Es war ein unruhiger Traum, in dem die Welt auf dem Kopf zu stehen schien. Am Ende hielt ich mich selbst für einen Teil der Fontäne und hatte Angst, eingesogen zu werden. Aber wie soll ich sagen, über seine Träume kann man sich nicht beschweren. Ich hatte einfach Pech mit meinem Fontänentraum. Dabei hätte ich so gerne von Lisa geträumt. Ich stellte sie mir so vor wie die Frauen in den Farbeinspielungen. Da ich doch keine Tabletten dabei hatte, blieben meine Vorstellungen unbefriedigend. Ich schlief wieder ein. Mitten in der Nacht wachte ich ein zweites Mal auf. Ich hatte einen zweiten sehr anstrengenden Traum gehabt, in dem ich mich mit mir selbst unterhielt. Offensichtlich hatte ich im Schlaf immer wieder den Text rezitiert, den ich bereits auswendig konnte. Und plötzlich fiel mir etwas auf. Etwas, das so offensichtlich war, dass es den Lektorinnen entging. Die Sätze waren sehr kurz. Vielleicht hatte diese Tatsache die Lektorinnen zu der Annahme verleitet, dass es sich um eine Art Grammatik handelte. Nachdem mir das mit den kurzen Sätzen aufgefallen war, entdeckte ich noch etwas. Jeder der Sätze stellte so etwas wie eine eindeutige Aussage, Anweisung oder Feststellung dar. Das Besondere daran war, dass sich die jeweils nächste Aussage immer ganz eindeutig auf die vorherige bezog. Zu diesem Zeitpunkt war ich der Lösung des Rätsels schon sehr nahe.
aber meinem Wesen entsprechend vollführten die tollkühnen Kerlchen in meinem Kopf erstmal ein paar prächtige Pirouettensprünge und Grätschen, bevor sie zu Boden gingen. Und doch war mir im Übergang zum Schlaf einen kurzen glücklichen Moment lang klar, worum es in Levskos Manuskript ging. Als ich in meiner kleinen arabischen Moschee aufwachte, fühlte ich mich, als hätte man meinen Körper gerädert und auf einer Art Streckbank gefoltert. Außerdem waren meine Beine in der Nacht so gründlich eingeschlafen, dass sie nicht mehr richtig funktionierten. Jetzt im Morgengrauen fiel das Licht in farbigen Strahlen durch die bunten Kirchenfenster. Ich sah mich um. Alles war in Verfall begriffen. Die mit Mosaiken gefliesten Flächen, auf denen sich die Gläubigen einst zu Boden geworfen hatten, waren stark vom Frost angegriffen. Und so lagen die abgeplatzten farbigen Mosaiksteinchen wirr durcheinander. Ich schob den bunten Schutt von einer der Beetflächen, aber man konnte längst nicht mehr erfassen, was hier einst dargestellt war. Immerhin, man erkannte Teile eines großen Bildes. Hier und da einen strammen Schenkel, Höcker und einige Hufe, die einmal zu einem Pferd oder Kamel gehört haben mochten. Man sah ein Schwert, eine Art Krone, schwarze Flügel und den Kopf einer Eidechse. Die Schichten unter den abgeplatzten Mosaikplättchen zeigten einige grinsende Fratzen und ein sanft lächelndes Gesicht mit geschlossenen Augen. Genau in der Mitte lag der Körper einer Frau ohne Kopf, die ein Kelch in der Hand hielt, dem menschliche Wesen entsprangen. Was das Ganze einst im Zusammenhang darstellte, war unmöglich zu sagen. Angesichts dieses Durcheinanders kam mir wieder das Levsko-Manuskript in den Sinn. Kurze, einfache Sätze, deren Aussagen sich inhaltlich und räumlich aufeinander beziehen. Aber warum musste ich gerade hier vor dem zerstörten Mosaik an das Manuskript denken? Als ich die Moschee verließ, war aus dem Faden meiner Überlegungen ein regelrechtes Knäuel geworden, dass ich mit einem lieblosen Fußtritt gegen ein Mosaikfenster kickte, welches eine Kreuzigungsszene zeigte. Eine Kreuzigung in einer Moschee? Ich spürte, dass ich mich jetzt dem Rand der Welt näherte. Und mir war klar, dass die Leiber versuchen würden, mich davon abzuhalten, über diesen Rand hinauszugehen. 6 Meter hohe knallgelbe Schwertlilien, dampfende, perlmuttfarbene Perlnusssträucher, ein gedrungener Wald aus rostroten Schnappeichen zwischen spitzen Schößlingen, Knallbäumen, dotterfarbenen Ringelblumen und Schlinggewächsen aller Art über einem Teppich aus raunendem Schwelgras. Man hätte nur schwer sagen können, wo einst die Grenze der Vernunft bzw. des Zentralparks gewesen war. Die Pflanzen hatten die Ringstraße längst überwuchert, fluteten in alle Keller und schossen bis in die obersten Stockwerke. Schlingpflanzen, Schützensträucher, harte Brechnesseln und Keilschlinger aller Größenordnungen hatten den Beton der ersten Häuserreihen längst geknackt, zermergelt und an vielen Stellen regelrecht aufgelöst. Hier im Kampffeld der Pflanzen pfefferten meine Gedanken so heftig, dass ich mich nur noch mit Mühe auf den Beinen hielt. Kein Zweifel, ich näherte mich der Grenze. Ich wusste genau, dass die Leiber auftauchen würden, sobald ich auch nur für einen Moment an Lisa dachte. Einen Gedanken absichtlich zu unterdrücken, ist allerdings ebenso unmöglich wie der Versuch, ständig an etwas zu denken. Gerade als ich die alte Ringstraße überquerte, passierte es. Sie hatten die Leiber veranlasst, sich zu einer regelrechten Wand zu formieren. Vielleicht 2000 mochten es sein. Sie lockten, bohrten, strudelten. Ich versuchte verzweifelt, meinen Kopf leer zu kriegen und spürte gleichzeitig, wie es mich zu ihnen hinzog, zu jedem Einzelnen und zu allen zugleich. Genau das war ja der Trick. Mit den Leibern war es wie mit den Gedanken. Alles löste sich in einem diffusen Gehummel und Gekrabbel auf. Um nicht aufzufallen, zog ich mich aus, rieb mein Glied, bis ich einen Steifen hatte und ging dann langsam auf die Körperwand zu. Um mich nicht aufzulösen, versuchte ich ab jetzt nur noch an Lisa zu denken. Meine Wand bestand aus Tausenden von weiblichen Körpern, die sich sofort an der Stelle zusammenzogen, an der ich eindrang. Ich fragte mich, ob Lisa vielleicht gerade in diesem Moment auch durch so eine Wand hindurch musste. Sollten wir uns tatsächlich treffen, dann musste ich sie unbedingt fragen, was sie dabei empfand und wie sie es schaffte, Tausende von männlichen Körpern mit mir
in Verbindung zu bringen. Genau in diesem Moment machte ich einen verhängnisvollen Fehler. Ich stellte mir den Ort vor, den Levsko in seinem Manuskript beschrieben hatte. Ein Geschäft an der ehemaligen Kohlhaas-Chaussee, Nummer 969. Und als ich mir ausmalte, wie das Geschäft wohl aussah, dachte ich einen Moment lang an das Geschäft und nicht an Lisa. Diesen Moment nutzten die Leiber und begannen in mich einzudringen. Ich heiße Alexander Levsko, lautete der erste Satz des Manuskripts. In der nächsten Zeile stand, auch mein Vater hieß Levsko. Dann kam wieder eine neue Zeile, hier stand, meine Mutter hatte einen anderen Namen. Zunächst war mir an diesen drei Sätzen nichts weiter aufgefallen, als dass sich der Autor hier vorstellte. Doch jetzt, als ich mehr auf den Klang achtete, merkte ich, dass die drei Sätze einem Rhythmus folgten, der den ganzen weiteren Text bestimmte. Ich las die drei ersten Sätze noch einmal. Ich heiße Alexander Levsko. Auch mein Vater heißt Levsko. Meine Mutter hatte einen anderen Namen. Man konnte den Rhythmus dieser drei Sätze über den ganzen Text legen. Er passte immer. Vielleicht war das noch nicht das ganze Geheimnis des Levsko-Manuskripts, aber es war eine gute Erklärung dafür, warum man sich den Text so leicht merken konnte. Und warum sich jedem, der das Levsko-Manuskript studierte, das Gefühl aufdrängte, dass der Autor genau wusste, was er dem Leser sagen wollte. Ich war im Begriff, mich zu verlieren. Die Körper verschmolzen mit mir. Und meine Gedanken verhielten sich wie ein Bienenschwarm in einem Haus mit 100 Fenstern. Schon spürte ich die ersten Anzeichen jener angenehmen Mattigkeit, die mir nur allzu bekannt war. Warum sollte ich mich diesem Gefühl nicht einfach überlassen? Ist es nicht unsere Bestimmung, uns zu verlieren? Was geschieht denn in der Natur, wenn man einen Eiswürfel in eine Schüssel mit warmem Wasser legt? Die angenehme Empfindung milderte meine Unruhe und nahm mir jede Verpflichtung. Widerstand gegen dieses gute Gefühl konnte doch zu nichts Besserem führen. Ich hatte es akzeptiert. Die Leiber hatten mich in sich aufgenommen. Ich würde die Wand nie durchdringen, nie über den Rand hinausgelangen. Gerade als ich den Gedanken, Lisa zu treffen, endgültig fallen lassen wollte, geschah etwas. Mir war, als würde ich erschrecken und für den Bruchteil einer Sekunde aufwachen. In diesem kurzen Wachzustand hörte ich meine Stimme. Ich heiße Alexander Levsko. Auch mein Vater heißt Levsko. Meine Mutter hatte einen anderen Namen. Die Leiber um mich herum begannen zu zittern. Es wurde kalt. Plötzlich war ich durch. Und als ich mich umdrehte, war die Körperwand verschwunden. Mir fiel sofort auf, wie still es hier am Ende der Welt war. Heute war der Tag des Volksbildes. In der Stadt musste die Hölle los sein. Hier am Rand der Welt kam von all dem nur ein mattes Flackern und Wispern an. Mein Blick ging sehnsüchtig zurück. Was trieb mich überhaupt dazu, mich hier am Rand der Welt mit einer Aufklärerin zu treffen? Lisa und ich hatten ein paar Mal telefoniert, aber wer war sie eigentlich? Es war streng verboten, dass zwei Aufklärer direkten Kontakt aufnahmen. Denn das widersprach der Doktrin von der Unabhängigkeit der Meinungsbildung. Wusste das Zentralarchiv vielleicht längst, was ich vorhatte? Vor mir lag, wenig verlockend, das Ende der Welt. Unbewohnte, teilweise eingestürzte Wolkenkratzer, Straßen voller Trümmer, Pilze und Krankheitserreger. Alles hier triefte vor Feuchtigkeit. Die Schwefelgelben unablässig ins Leere geilenden Pflanzen und die Formen der Lebewesen, die auf allem herumkrochen, ekelten mich an. Das Ende der Welt sah genauso aus, wie man es uns beschrieben hatte. Ich suchte nach einem Straßenschild. Laut Levskos Angaben würde ich nach ungefähr 1 Kilometer auf einen großen Boulevard stoßen, dem ich dann so lange in nordöstlicher Richtung folgen sollte, bis ich auf die Kohlhaas-Chaussee stieß. Es dämmerte bereits, als ich weiterging. Gleichzeitig wurde es so kalt, dass sich die feuchten Wände der verfallenen Wolkenkratzer mit Eis panzerten. Das Ende der Welt. Das Ende der Welt wurde nicht beheizt.
Eben ist etwas Merkwürdiges geschehen. Ich habe ein Bild gesehen. Das Bild zeigt eine kleine Familie. Mann, Frau, Kind. Die drei sind an Pfähle gebunden und brennen. Für dieses Bild gibt es nur eine denkbare Erklärung. Ich heiße Alexander Levsko. Auch mein Vater heißt Levsko. Meine Mutter hat einen anderen Namen. Mit diesen drei Sätzen stellte sich der Autor vor. Die Lektorinnen hatten das Manuskript verbrannt. Diese beiden Fakten hatten sich in meinem Verstand zu etwas verbunden. Mein Bild bedeutete, die Lektorinnen verbrennen das Manuskript. Aber warum? Das Levsko-Manuskript enthielt eine ganz einfache und klare Wegbeschreibung und eine Anleitung dazu, einen sorgfältig verpackten Gegenstand in einen Raum zu bringen. Was hatte die Lektorinnen veranlasst, dieses Manuskript als gefährlich einzustufen? Vielleicht lag es gar nicht am Inhalt, sondern an der Form. Irgendetwas an der Form war anders als sonst. Kurz nach Einbrechen der Dunkelheit erreichte ich den großen Boulevard, den Levsko erwähnt hatte. Der Boulevard war ein halb zugefrorener Fluss in dieser Welt. Gemäß Levskos Angaben sprang ich auf eine Eisplatte und ließ mich in nordöstliche Richtung treiben. Je weiter ich trieb, desto mehr verschmolz die Beschreibung des Levsko-Manuskriptes mit dem, was ich tatsächlich tat. Die entscheidende Entdeckung machte ich erst sehr spät. Ab einer bestimmten Stelle, etwa in der Mitte des Manuskripts, stimmte etwas nicht mit dem Sprachfluss. Der Text geriet gewissermaßen aus dem Takt. Der Autor versuchte plötzlich 10 Dinge gleichzeitig zu sagen und widersprach sich ständig selbst. Was hatte Levsko veranlasst, auf einmal seine Klarheit aufzugeben? Ein Geschäft an der ehemaligen Kohlhaas-Chaussee. Nummer 969 stand im Manuskript. Ich hatte Schwierigkeiten, die Nummer zu finden. Bei uns sind die Hausnummern nach einem Zufallsprinzip angeordnet. Jede Straße hat ihren Song, in dem die Nummern nach einem komplizierten Verteilungsmodus aufgerufen werden. Hier in der Kohlhaas-Chaussee jedoch folgte man einem System, das mich zunächst sehr verwirrte. Das erste Haus hatte die Nummer 1, das erste Haus auf der anderen Straßenseite die Nummer 2. Und so ging das immer weiter, ganz ohne Break oder Umkehrgroove. Die Häuser folgten einfach den Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. Nummer 969 musste also zwischen 967 und 971 stehen. Nachdem ich mich ein wenig an das neue Zählsystem gewöhnt hatte, kam ich ganz gut voran. Allmählich kreiste ich das Problem ein. Lisa und ich hatten unsere Manuskripte diesmal nicht als direkten Lichtpfad bekommen. Es war also durchaus möglich, dass der Text bearbeitet worden war. Wer hatte die Veränderungen vorgenommen? Die Präfektur? Die Lektorinnen? Und vor allem, warum? Warum war das geschehen? Warum machte man sich die Mühe, 2 Aufklärer einzuschalten, wenn das Levsko-Manuskript bereits innerhalb der Präfektur gefälscht worden war? Die Beschreibung im Manuskript entsprach den Tatsachen. Kohlhaas-Chaussee Nummer 969 war einmal ein Ladengeschäft gewesen. Die Schaufenster waren längst zu Bruch gegangen. Feuchtigkeit war eingedrungen und hatte die Ladeneinrichtung zerstört. Ich trat ein. Es roch muffig. Der erste Raum war so etwas wie ein langer Gang. Ich heiße Alexander Levsko. Dieser Satz schoss mir augenblicklich in den Kopf, als ich den gangartigen Raum durchquerte. Nachdem ich über ein paar Trümmer geklettert war, kam ich in den zweiten Raum. Dieser Raum war erheblich größer als der erste und proportioniert wie ein perfekter Kubus. Auch mein Vater heißt Levsko. War das der Satz, der zu diesem Raum gehörte? Wenn ja, wo war dann der dritte Raum? Das Levsko-Manuskript hatte doch mit 3 Sätzen begonnen. Der Raum war dunkel, es war kalt. Lisa war nicht da. Diese Tatsache erschütterte mich. Ich spürte eine maßlose Enttäuschung. Hatte Lisa mich vielleicht an die Zentralpräfektur verraten? Doch was nützen solche Vermutungen? Mir fehlte längst die Kraft, wütend zu sein. Meine Beine zitterten und mein Körper sehnte sich nach seiner Gehhilfe. Noch besser wäre er im Bett gewesen. Was sollte ich machen? In diesem feuchten Raum konnte ich unmöglich übernachten. Ich würde erfrieren. Meine Beine fingen an, immer stärker zu zittern. Lange würden sie meinen Körper nicht mehr halten können. Gerade als ich glaubte, zusammenzubrechen, erkannte ich auf der anderen Seite des Raums eine Tür.
Der Anblick der Tür mobilisierte meine letzten Reserven. Ich stolperte quer durch den Kubus und suchte nach dem Sensorfeld. Es gab kein Sensorfeld. Meine Beine knickten ein und ich rutschte an der Tür herab. Die Lösung war so einfach, dass ich zunächst an meinem Verstand zweifelte. Doch nachdem ich alle Fakten wie die Teile eines Mosaiks zusammenfügte, passten sie genau ins Bild. Das Dokument, das ich seit Tagen analysierte, war eine Fälschung und war keine Fälschung. Es war das Levsko-Manuskript und war nicht das Levsko-Manuskript. Es war ein einfacher Hinweis und ein unlösbares Rätsel. Manchmal findet man die Lösung einfach deshalb nicht, weil man von falschen Voraussetzungen ausgeht. Sie können sicher nachvollziehen, was ich meine, wenn ich Folgendes erkläre. Jeder Mensch geht davon aus, dass er existiert. Und um nichts Geringeres als um die Frage nach unserer Existenz und Herkunft ging es in Levskos Manuskript. Levsko war dieser Punkt so wichtig gewesen, dass die ersten drei Zeilen seines Manuskripts sich auf die Feststellung der eigenen Existenz bezogen. Ich heiße Alexander Levsko. Auch mein Vater heißt Levsko. Meine Mutter hatte einen anderen Namen. Ich weiß nicht genau, wie es mir gelang. Als ich zusammenbrach und an der Tür runterrutschte, versuchte ich, mich an irgendetwas festzuhalten. Meine Hand griff nach einer Art waagerecht angeordnetem Hebel, der unter dem Druck nachgab. Offensichtlich betätigte der Hebel einen mechanischen Auslösemechanismus. Die Tür öffnete sich und ich stürzte in einen Raum. Das Letzte, was ich sah, bevor mir endgültig die Sinne schwanden, war eine Gestalt mit sehr dünnen Beinen. Meine Mutter hatte einen anderen Namen. Dann wurde es dunkel. Die Lektorinnen hatten das Levsko-Manuskript einfach geteilt, ungefähr in der Mitte. Dann hatten sie die jeweils fehlende Hälfte durch einen selbstverfassten Text ergänzt. Das war nötig, da die Gesamtzahl der Seiten der Präfektur bekannt war. Ich war deshalb nicht darauf gekommen, weil ich glaubte, es sei meine Aufgabe als Aufklärer, den Wahrheitsgehalt des Textes zu überprüfen. Diese Aufgabe machte überhaupt keinen Sinn, wenn es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Ich wurde sehr wütend in jener Nacht. Wenn meine Vermutung zutraf, hatten die Lektorinnen nicht nur den Text verstümmelt und verfälscht, sie hatten mir auch die Lösung meiner Aufgabe unmöglich gemacht und damit die Berechtigung meiner Existenz als Aufklärer in Frage gestellt. Meine Mutter hatte einen anderen Namen. Als ich zu mir kam, lag ich auf einem Haufen alter Zeitungen unter einer muffig riechenden Decke. Der Raum, in dem ich mich befand, hatte die Form einer Rotunde. Ein paar Meter entfernt stand eine Frau und tastete die endlose Wand ab. War das Lisa? Suchte sie etwas? Ich war enttäuscht. In den Farbeinspielungen lief sowas anders. Dort hätte mein Kopf auf Lisas Schoß gelegen und sie hätte mich gestreichelt. Lisa sah mich kurz an. Es war vollkommen still. Warum sagst du nichts? Krächzte ich. Sie ignorierte meine Frage und suchte weiter die Wand ab. Auch das war neu. Ich stellte eine Frage und erhielt keine Antwort. Normalerweise hatte ich ein Anrecht auf mindestens 12 alternative Antworten. Wenn ich die Beiträge fürs Hyperband zahlte, standen mir sogar 98 Antworten, 14 Songs, 9 Farbeinspielungen und 6 widersprüchliche retrophilosophische Statements auf meine Frage zu. Ein Gutes immerhin hatte die Stille. Man musste seinen Kopf nicht ständig hin und her drehen, um alle Informationen aufnehmen zu können. Außerdem verlangte niemand von mir, mich für die 98 Antworten mit einer Individualeinspeisung meiner momentanen Meinung erkenntlich zu zeigen. Und das Beste von allem: keine Maschine rubbelte an meinem Penis rum. Seit 2 Tagen war ich jetzt von allen Simultanmeinungen und Farbeinspielungen abgeschnitten. Die Kopfschmerzen ließen nach, mein Penis hing schön schlaff an mir herab und hatte aufgehört zu bluten. Ich sah zu Lisa rüber. Sie war weniger bunt, als ich erwartet hatte. Und ihre Brüste waren so klein, dass ich ihr Gesicht sehen konnte. Alles Weitere ging dann sehr schnell. Es gelang mir nach Levskos Methode, ohne meine Gehhilfe aufzustehen. Und zwar einfach, indem ich aufstand.
und es unterließ, gleichzeitig 20 andere Bewegungen zu machen. Natürlich zitterten meine Beine und ich musste mich sehr konzentrieren, der Versuchung zu widerstehen, in 6 verschiedene Richtungen gleichzeitig zu gehen. Denn so etwas war ohne Gehhilfe natürlich nicht möglich. Ich stolperte auf Lisa zu. Blieb schließlich vor ihr stehen. Wieder geschah nichts. Niemand sprach. Lisa und ich wussten beide, dass etwas völlig Neues auf uns zukam. Einfach nur dastehen und nichts sagen, wie Levsko es beschrieben hatte, fiel uns schwer. Lisa zeigte mir etwas. Aus der Wand ragte eine Art kleiner Metallstift heraus, dessen Funktion ich mir nicht erklären konnte. Genau an der Stelle, an der der Stift in die mit farbigem Papier beklebte Wand eindrang, hatte jemand vor langer Zeit 2 schlampige Linien gezeichnet, die sich kreuzten. Das also hatte sie gesucht, als sie so zielstrebig die Wand abtastete. Für mich war der kleine Metallstift die Bestätigung meiner Theorie, dass die Lektorinnen das Manuskript geteilt hatten. Offensichtlich enthielt Lisas Hälfte Angaben, die auf meinen Seiten fehlten. Lisa hatte ihre Hälfte des Manuskripts genauso auswendig gelernt wie ich. So fiel es uns leicht, die Stelle zu finden, an der mein Originaltext endete und ihr Teil anfing. Was Levsko beschrieb, war ein ganz einfacher Auftrag. Wir hatten den Auftrag ausgeführt. Am Ende standen wir vor dem Spiegel, den Lisa mitgebracht und an dem geheimnisvollen Metallstift aufgehängt hatte. Was wir im Spiegel sahen, wich so sehr von all dem ab, was wir kannten, dass wir erschraken. Die Tatsache, dass wir ganz real vor dem Spiegel standen, mussten wir erstmal verdauen. Hatte uns das Levsko-Manuskript tatsächlich hierher geführt? Ich war so gerührt, als ich Lisas Gesicht im Spiegel sah, dass ich nicht anders konnte, als das Bild zu berühren. Das war die Realität. Was würde ab jetzt passieren? Lisa sah mich an und sagte, ich heiße Lisa Frau. Den Namen meines Vaters kenne ich nicht. Ich habe keine Mutter. Dann verließen wir den Raum. Wir gingen nicht zurück. Wir gingen weiter nach außen. Weg vom Zentrum. Lisa schlug diesen Weg ein und ich folgte ihr. Warum wir nicht miteinander sprachen, weiß ich nicht. Vielleicht redet man weniger, wenn man sich anstrengt. Und das Gehen fiel uns schwer. Erst als wir gegen Abend eine Art improvisiertes Lager aufschlugen, kam so etwas wie ein Gespräch zustande. Es war mir gelungen, ein Feuer in Gang zu bringen, und Lisa hatte 2 Haufen Laub aufgeschichtet, auf denen wir später schliefen. Dabei ergab sich ein Problem. Wir waren es gewöhnt, allein zu schlafen. Alle in der alten Welt schliefen allein. Hier gab es keine Möglichkeit einer räumlichen Trennung, denn es war abzusehen, dass wir beide nachts der Wärme des Feuers bedurften. Lisa blieb also nichts anderes übrig, als die Haufen einfach so weit wie möglich voneinander entfernt aufzuschichten. Glücklich waren wir mit dieser Lösung beide nicht. Keiner wollte den Anfang machen. Also saßen wir eine Weile am Feuer, und in dieser Situation blieb uns nichts anderes übrig, als wenigstens ein paar Worte zu reden. Wir haben schon oft miteinander telefoniert. Und jetzt, wo wir... Jetzt sind wir den ganzen Tag gegangen und keiner hat was gesagt. Lisa nickte. Ich wartete eine Weile und als nichts von ihr kam, machte ich einen zweiten Versuch. Du arbeitest auch beim DDI? Lisa nickte erneut. Dann schwiegen wir wieder ein Weilchen. Ich machte also noch einen dritten Versuch. Warum gehst du weg von der Stadt? Warum gehst du hinter mir her? Jetzt war es an mir zu schweigen. Ich war schockiert. Davon abgesehen wusste ich nicht, warum ich hinter ihr herging. Ich gehe weg von der Stadt, weil das Manuskript mich hierher geführt hat. Aber du? Warum folgst du mir? Vielleicht hat Levsko genau das bezweckt. Dass du hinter mir hergehst? Nein. Dass wir uns getroffen haben, liegt einzig daran, dass jeder von uns nur das halbe Dokument hatte. Wir waren aufeinander angewiesen. Es ist ein Fehler. Dass wir uns getroffen haben?
Die Lektorinnen haben das Dokument geteilt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war das der einfachste Weg, es sinnlos zu machen. Das dachte ich zuerst auch. Sie brauchten eine negative Beurteilung von uns, um die Vernichtung des Dokuments zu legitimieren. Also musste es sinnlos sein. Und unser Treffen ist auch sinnlos? Du folgst mir. Den ganzen Tag bist du hinter mir hergelaufen. Und was ist, wenn die Lektorinnen das Dokument gar nicht geteilt haben, wenn es von Anfang an zwei Dokumente gab? Keines der beiden Dokumente enthält die komplette Angabe des Weges. Worauf willst du hinaus? Vielleicht war es genau das, was Alexander Levsko bezweckte. Zwei Menschen machen sich auf den Weg und... Und was? Was sollte er damit bezwecken, dass sich zwei Menschen hier in all diesem Schmutz treffen? Nein, es ist einfach ein Fehler passiert. Und es ist nicht angenehm. Es ist wirklich nicht angenehm. Du gehst ja nicht weg. Meinst du, ich würde nicht ebenso gern weggehen wie du? Auch mir ist es unangenehm, so ganz ohne Trennung. Aber dann müsste ich ja jetzt ein zweites Feuer machen. Und doch wenn du willst, kann ich natürlich... Nein. Nein, das wäre ja Unsinn. Lisa schüttelte eine Weile den Kopf und stierte ins Feuer. Kurz darauf legten wir uns schlafen. Der zweite Tag war so etwas wie die Wiederholung des ersten. Wir gingen und schwiegen. Mit der Nahrungsversorgung gab es keine Probleme. In den Kellern der Ruinen fanden wir alles, was wir brauchten. Gegen Abend veränderte sich die Landschaft. Wir kamen an den Rand. Hier hörten die Ruinenfelder allmählich auf. Offensichtlich erstreckte sich jenseits der ehemaligen Stadt ein großer Wald. Lisa ging weiter und ich folgte ihr. Kurz bevor es dunkel wurde, fanden wir ein Haus, das noch einigermaßen intakt war. Auch hier gab es genug zu essen. Wir aßen aus Dosen. Noch immer kein Wort. Ich hatte das Gefühl, dass die Spannung zwischen uns zunahm. Es war, als ob die ganze Zeit über etwas hätte gesagt werden müssen, das nicht gesagt wurde. Und dann hörten wir draußen ein merkwürdiges Geräusch. Wir gingen raus, um zu ergründen, was das Geräusch verursachte. Draußen fiel Wasser vom Himmel. Nach einer Weile kehrten wir ins Haus zurück. Wir waren beide ganz nass. Es war kalt. Es war klamm und es gab nur einen trockenen Raum. Wir hatten also wieder keine Möglichkeit auszuweichen. Kurz nachdem wir uns hingelegt hatten, hörte ich etwas in der Stille. Es dauerte eine Weile, bis ich herausfand, was es war. Es war Lisas Atem. Ich hatte ein merkwürdig beklemmendes Gefühl, das aber kein Ekel war. Dann geschah etwas. Lisa? Ja? Lisa, was ist das? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Hier. Ich bin hier. Levi, hier. Hier bin ich. Ich habe lange geschlafen. Lisa ist weg. Jetzt, wo ich allein bin, registriere ich eine mir unerklärliche Veränderung. Nicht nur die äußere Welt ist mir fremd. Auch ich selbst bin in einem ungewohnt überempfindlichen Zustand. Ein merkwürdiges Gefühl von Leichtigkeit geht hin und wieder wie ein Stromschlag durch meine Brust. Um etwas gegen meine überreizte Anteilnahme an mir und der Welt zu tun, greife ich nach meinem Aufzeichnungsgerät, spiele meinen letzten Erlebnisbericht ab. Und obwohl mir meine Stimme merkwürdig fremd vorkommt, tritt eine leichte Beruhigung ein. Eine Gedämpftheit macht mich sicher. Ich spule das Band zurück, brauche noch einmal Bestätigung, noch einmal den Hinweis auf die Verlässlichkeit des Realen. Hallo, ich heiße Livy Lordman und hier kommt mein Erlebnisbericht. Mein Tag für euch. Bleibt dran, bleibt bei mir.
Was soll ich jetzt machen? Ich stehe auf. Schnell. Gehe nach draußen. Schnell. Bleibe stehen. Warum sind meine Sinne heute Morgen so merkwürdig empfänglich? Vielleicht liegt es daran, dass ich mich letzte Nacht so erschrocken habe. Ich hatte noch nie einen anderen Menschen berührt. Ich habe mich so erschrocken. Ich wusste nicht, dass der menschliche Körper so warm ist. Ich wusste nicht, dass man so erschrickt, wenn man berührt wird. Ich wusste nicht, dass Lisa so viel Kraft hat. Es war ein merkwürdiges Erschrecken. Ein Geräusch. Das Geräusch war die ganze Zeit da. Ich habe es bis jetzt nicht bemerkt. Das Geräusch ist meine Orientierung gegen die Gleichgültigkeit des Lichts. Ich gehe auf das Geräusch zu. Ich komme an einen Bach. Vielleicht ist es ein kleiner Fluss. Ich bleibe dort stehen. Auf einmal sehe ich Lisa. Sie steht auf der anderen Seite des Flusses, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, als würde sie etwas Besonderes sehen. Jetzt hat sie mich bemerkt. Sie wirkt verwirrt und überdreht. Zeigt hierhin und dahin. Sie macht mir ein Zeichen, dass ich zu ihr kommen soll. Ich zögere. Sie winkt erneut und verschwindet dann zwischen einigen Sträuchern. Ich warte eine Weile, kann aber nichts registrieren, außer dem Geräusch des Flusses. Was wollte sie mir zeigen? Plötzlich und ohne Übergang passiert etwas mit mir. Ich möchte es als eine Art aufkommende Aufgeregtheit bezeichnen. Eine durch nichts zu rechtfertigende Aufgeregtheit. Aber ich zögere. Die Aufgeregtheit lässt nicht nach. Mein Beruhigungsmittel habe ich in der Stadt vergessen. Ich kann mich also nicht dämpfen. Alle Geräusche, alle Gerüche und ein tausendfach gebrochenes Licht dringen auf einmal völlig ungefiltert in mein Bewusstsein. Ich registriere die Bewegung des Wassers. Auch hier glitzert alles. Ich registriere jede Bewegung und jeden Klang. Das alles belebt mich. Die Aufgeregtheit verstärkt sich und mischt sich mit einem Gefühl von Glück. Gleichzeitig schlägt mein Herz immer schneller. Ich fühle mich auf einmal ganz leicht und verspüre den Drang, mich zu bewegen. Übermut. Ja, das ist es. Das alles ist Übermut. Wie kann das sein? Ich habe nichts eingenommen. Der Drang, meine Gefühle, das alles ist völlig unbegründet. Einen letzten Moment lang gelingt mir die Vernunft, dann durchquere ich, beinahe könnte man sagen mit Hast, den gleißenden Fluss und stürme in die Richtung, in die Lisa gegangen ist. Vielleicht werde ich ihr eine Weile durch diese seltsame Welt folgen. Das Lewsko-Manuskript von Matthias Wittekind.